Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Angehörige und Freunde der Fakultät, liebe Gäste aus den verschiedenen Kooperationseinrichtungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste auch im Livestream. Herzlich begrüße ich Sie alle namens der Katholisch-Theologischen Fakultät unserer Universität zu diesem Studientag. Ich freue mich, dass Sie hierher nach Würzburg gekommen sind, um an diesem Tag teilzunehmen. Und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, es wird sich lohnen. Erlauben Sie mir gleich an dieser Stelle, ehe ich mit einigen inhaltlichen Bemerkungen einsteige und Ihnen dann unseren ersten Redner vorstelle, zu Beginn des Tages ein Wort des Dankes. Ich danke Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind, um mit uns und unseren Referentinnen und Referenten über das Verhältnis von Staat und Kirche nachzudenken. Ich danke unseren beiden Hauptrednern am heutigen Tag, Kollegin Tine Stein aus Göttingen und Kollegen Horst Dreier aus Würzburg, der hier gleich das Pult übernehmen wird. Ich danke aber auch allen, die für heute Workshops vorbereitet oder sich an der inhaltlichen Vorbereitung beteiligt haben. Insbesondere natürlich den Menschen in der entsprechenden Vorbereitungsgruppe. Kollege Burkhardt, Ursula Eisel, die für Frau Krähe nachgerückt ist, Kollege Martin Rehack sowie dem Dekanatsteam mit Michael Müller und Frau Witt. Wir werden es so handhaben, dass wir gleich nach der Vorstellung mit dem Vortrag von Kollegen Dreier starten. Im Anschluss daran haben wir Zeit für Austausch und Diskussion hier im Plenum, ehe Ihnen dann Dr. Müller gegen 10.45 nähere Infos zu Ort oder Besetzung der einzelnen Workshops geben wird, sodass die dann in einer ersten Runde pünktlich um 11 Uhr beginnen können. Für die Mittagspause ab 12:30 haben wir dann 20 Plätze in der Mensa reserviert. Wenn Sie die nutzen mögen, dann tun Sie das. Ansonsten sehen wir uns hier wieder zur zweiten Workshopsrunde um 14 Uhr. Und um 15:30 um 15.30 Uhr, also nach dieser zweiten Workshoprunde, haben wir hier im Gebäude im Lichthof Kaffee und Kuchen vorbereitet. Um 16 Uhr erfolgt dann der Abschlussvortrag von Frau Kollegin Stein mit anschließender Diskussion, sodass wir gegen 17:30 den Tag dann beenden werden. Wir freuen uns, dass wir uns in Präsenz treffen und gemeinsam arbeiten können. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir die beiden Hauptvorträge zusätzlich streamen werden und gerade streamen. Also vielen Dank auch, dass das mit der Technik so gut geklappt hat. Aber nur die Vorträge und dann eben bei den Diskussionen werden wir den Stream jeweils abschalten. Meine Damen und Herren, braucht der Staat Religion? Das Verhältnis von Staat und Kirche auf dem Prüfstand. Es gibt wohl kaum ein aktuelleres. Die katholisch-theologischen Fakultäten in Deutschland, auch die unsrige hier in Würzburg, mehr betreffendes Thema. Denn die gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die in den erodierenden Bindekräften der verfassten Religiosität in der Deutschland zum Ausdruck kommen, die erfassen natürlich alle Bereiche des kirchlichen Lebens. Die Kirchen in Deutschland sind, man muss das ohne Übertreibung oder falsche Dramatisierung nüchtern so konstatieren, in einer fundamentalen Krise. Und der Umgang mit dem Verbrechen des geistlichen und sexuellen Missbrauchs, des Machtmissbrauchs und seiner Vertuschung durch kirchliche Verantwortungsträger verstärkt diese Krise nur noch einmal mehr. Die Themenliste, die dadurch aufgefächert wird, ist lang. Sie reicht von Streit um den konfessionellen Religionsunterricht als ordentliches Schulfach, über die Sonderregelung im kirchlichen Arbeitsrecht oder die Frage nach der Rolle von Religion im öffentlichen Leben. Denken Sie an die Debatte um das sonntägliche Glockenläuten oder den Muezzinruf zum Freitagsgebet, bis hin zu Forderungen nach Abschaffung der Kirchensteuer oder Ablösung der Staatsleistungen. Kurz, ist das Modell wechselseitiger Kooperation und Förderung, das das deutsche Staatskirchenverhältnis auszeichnet, noch zeitgemäß? Oder wäre vielleicht nicht ein strikt laizistischer Kurs, wie er in Frankreich gefahren wird, besser? Eine katholisch-theologische Fakultät wie die unsere ist Teil einer staatlichen Universität. Ihre Lehrenden aber forschen und unterrichten mit kirchlicher Prüfung und Billigung und bilden auch im Auftrag der Kirche zukünftiges kirchliches Lehr- und Seelsorgepersonal aus. Sie steht also mitten im hier genannten Spannungsfeld, auch wir hier in Würzburg. Ich erinnere ganz konkret an den Entscheid des Stadtrates, den Kardinal-Faulhaber-Platz von dem Würzburger Theater umzubenennen, gegen den erklärten Rat von gleich vier Experten.
Man mag von der Entscheidung halten, was man will. Aber Patrick Barners trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er in der FAZ kommentiert, das sei ein, Zitat, Beleg für den Zusammenbruch des Ansehens der katholischen Kirche, Zitat Ende. So stellt sich am heutigen Tag auch die Frage, worin eigentlich im Gegenzug der gesellschaftliche Beitrag der Kirchen besteht. Braucht der Staat Kirche und Religion überhaupt? Hartmut Rose hat gerade ein kleines Büchlein veröffentlicht, in dem er seinen Vortrag beim Würzburger Diözesanempfang im vergangenen Frühjahr verschriftlicht. Es trägt die schöne These im Titel »Demokratie braucht Religion«. Dass Religion, die christkatholische zumal, deutlich mehr Demokratie braucht, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir verhandeln das gerade ein wenig zaghaft unter der wohlklingenden Chiffre Synodalität. Aber ob der Staat, ob die Demokratie Religion braucht und wenn ja, in welcher Form und in welcher Weise, das weiß ich nicht immer so präzise zu beantworten. Und gerade deshalb freue ich mich auf diesen Tag und auf den sich gleich anschließenden Vortrag des geschätzten Kollegen Dreyer, den ich Ihnen nun noch ganz kurz vorstellen darf. Professor Dr. Horst Dreyer wurde 1954 in Hannover geboren. Dort studierte er von 1975 bis 1981 Rechtswissenschaften und ging anschließend als Assistent zu Professor Dr. Hanno Hoffmann an die Uni Würzburg. 1985 folgte die Promotion mit einer Arbeit über den österreichischen Rechtstheoretiker Hans Kelsen, der zu den bedeutendsten Juristen des 20. Jahrhunderts zählt. 1989 habilitierte sich Professor Dreyer für die Fächer Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Verwaltungswissenschaften an der Universität Würzburg. Im Wintersemester 89-90 vertrat Professor Dreyer den Lehrstuhl seines Habilitationsvaters, in den beiden folgenden Semestern den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Kirchenrecht an der Universität Heidelberg. Und dort wurde er 1990 auf die Professur für Öffentliches Recht berufen. Kurz darauf folgte er dem Ruf auf den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, wo er von 91 bis 95 lehrte. Und ab dem Wintersemester 95-96 nun bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2020 war er Ordinarius für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg. Professor Dreyer war bzw. ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen und Träger verschiedener Auszeichnungen. So gehörte er etwa 2001 bis 2007 dem Nationalen Ethikrat an. 2003 wurde er zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Von 2004 bis 2006 war er Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina wählte ihn 2007 zu ihrem Mitglied. 2002 wurde Professor Dreyer mit dem österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Beim Stiftungsfest der Würzburger Universität am 11. Mai 2021 wurde ihm die Röntgenmedaille verliehen. Aus der Vielzahl seiner Publikationen greife ich neben dem großen dreibändigen Grundgesetzkommentar nur drei monographische Titel heraus, die einen kleinen Eindruck davon geben können, wie einschlägig und exzellent die Expertise des Kollegen für unser heutiges Thema ist. Säkularisierung und Sakralität zum Selbstverständnis des modernen Verfassungsstaates, Tübingen 2013. Idee und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaates, Tübingen 2014. Und natürlich das Buch Staat ohne Gott, Religion in der säkularen Moderne, München 2018. Sein Vortrag heute bei uns trägt den Titel »Wenn zwei Grundgesetze dasselbe sagen«, das Verhältnis von Staat und Kirche in den letzten 100 Jahren. Sehr geehrter, lieber Herr Kollege Dreyer, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und wir bitten Sie um Ihren Vortrag. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, bei Ihnen sprechen zu dürfen. Natürlich auch für die außerordentlich ausführliche und differenzierte Vorstellung meiner Person. Ich habe mich über beides sehr gefreut. Ich hoffe, Sie haben alle Gliederung und das andere Blatt mit den Normen, weil wir damit ein bisschen arbeiten werden. Und bei der Gliederung sehen Sie hoffentlich, wie rasch wir voranschreiten. Ob ich allerdings den Punkt 4 in aller Ausführlichkeit, also römisch 4, vortragen werde, das machen wir ein bisschen vom zeitlichen Verlauf abhängig.
Wenn zwei Grundgesetze dasselbe sagen, dann ist es nicht dasselbe. So geht dieses Zitat weiter. Es stammt von Rudolf Smend, schon in der Weimarer Republik ein berühmter Staatsrechtler und Staatskirchenrechtler. Publiziert hat er diesen Satz 1951 in der Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht. Welche beiden Grundgesetze meinte er? Natürlich auf der einen Seite die Weimarer Reichsverfassung von 1919 und auf der anderen Seite das Grundgesetz von 1949. Und warum sagen Sie dasselbe? Weil es einen Artikel 140 im Grundgesetz gibt, das sehen Sie auf dem Handout, der einige Artikel der Weimarer Reichsverfassung übernimmt, also in das Grundgesetz inkorporiert. Insofern sagen Sie dasselbe. Aber, nach Smendscher These, Sie sagen nicht dasselbe aus, obwohl Sie den gleichen Wortlaut haben. Ich habe meinen Vortrag in zwei große Blöcke eingeteilt. Block 1, Religionskompromiss in der Weimarer Reichsverfassung. Block 2, die Entwicklung des Religionsverfassungsrechts unter dem Grundgesetz. Also da schauen wir uns diese beiden Grundgesetze etwas genauer an. Und dann werden wir gucken, ob wir den Teil Römisch 4 mit den religionsverfassungsrechtlichen Perspektiven mehr als nur punktuell antippen. Kommen wir zunächst zum Religionskompromiss der Weimarer Reichsverfassung. Als die Nationalversammlung im Februar 1919 zusammentrat, waren die Vorstellungen über die Gestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche in den verschiedenen Parteien außerordentlich unterschiedlich. Es gab auf der einen Seite radikale Vorstellungen einer scharfen Trennung zwischen Staat und Kirche, ein eher laizistisches Modell. Und es gab auf der anderen Seite konservative Parteien, die für ein Maximum an Besitzstandswahrung für die etablierten Kirchen eintraten. Was dann die Weimarer Nationalversammlung nach zum Teil heftigen Auseinandersetzungen schließlich eine Regelung verabschiedete, war ein Kompromiss. Genauer, ein wichtiger Teil des sogenannten Kulturkompromisses, von dem Ernst Rudolf Huber gesprochen hat. Er hat nämlich auch Wissenschaft und Schule noch in diesen Kompromiss integriert. Die entsprechenden Verhandlungen in der Nationalversammlung hat man übrigens sehr anerkennend als produktive Kompromissfindung bezeichnet. Kompromisse sind etwas sehr Demokratisches und in pluralen Gesellschaften unvermeidlich. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht strikt in einer in sich geschlossenen, stringenten Linie oder einem entsprechenden System oder Konzept folgen, sondern einen Ausgleich zwischen mehreren und unterschiedlichen Positionen suchen und finden. Also muss der Gedanke einer reinen Verwirklichung eines bestimmten Modells aufgegeben, stattdessen durch wechselseitiges Nachgeben eine mittlere Linie gefunden werden. So war es letztlich auch in Weimar. Weder hat sich hier die sozialistische Linke mit radikalen Vorstellungen an der Trennung von Staat und Kirche nach französischem Muster durchgesetzt, noch die Vertreter des Zentrums und anderer dem kirchlichen Standpunkt nahestehender Parteien, die möglichst viel vom traditionellen Vorrang und den Privilegien der Großkirchen retten wollten. Es ist eine Mischform entstanden. Das staatskirchenrechtliche System der Weimarer Reichsverfassung markierte keinen absoluten fundamentalen Bruch mit der Vergangenheit, etablierte also kein strikt laizistisches System, setzte sich aber von der Vergangenheit des landesherrlichen Kirchenregiments, insbesondere in den protestantischen Ländern Preußen, Württemberg und andere, deutlich ab. Und der Kompromiss war dauerhaft, wie wir an dem Artikel 140 hier sehen können. Und das ist, nebenbei bemerkt, eine durchschlagende Widerlegung der oft und gern repetierten These von Carl Schmitt, wonach Verfassungen auf einer klaren Dezision, einer unmissverständlichen und eindeutigen Entscheidung für eine bestimmte Grundausrichtung sorgen müssten. Was Schmitt mit Blick auf die Weimarer Reichsverfassung als dilatorischen Formelkompromiss kritisiert hatte,
erwies sich ausgerechnet in Gestalt der besonders kompromisshaften Regelung des Staatskirchenrechts als extrem langlebig. Gelten doch die vom Grundgesetz inkorporierten Normen mittlerweile weit über 85 Jahre, wenn man die Weimarer Zeit hinzurechnet. Also nichts ist dauerhafter als ein Provisorium. Freilich brachte das Kompromisshafte nahezu unausweichlich mit sich, dass es an einem in sich absolut stimmigen Regelungskonzept, also einem klaren und geschlossenen System, fehlte. Ein solches Konzept oder System zu entdecken, fiel vor allem der zeitgenössischen Staatsrechtslehre sichtlich schwer. Wie sollte das auch zusammenpassen? Verbot der Staatskirche hier, Körperschaftsstatus der Kirchen dort, Gleichstellung der Religionsgesellschaften mit den Weltanschauungsgemeinschaften, aber Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach? Die Literatur hatte große Mühe, den gefundenen Verfassungskompromiss als Ganzes zu erfassen und auf einen Begriff zu bringen. So sah etwa Friedrich Giese, ein profunder Staatsrechtslehrer schon in Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg, in einer langen und gelehrten Abhandlung aus dem Jahre 1924 zwischen Artikel 137 Absatz 1 WRV, also Verbot der Staatskirche, und Absatz 5, Körperschaftsstatus der Kirchen, einen Abgrund klaffen. Und er resonierte darüber, ob die Schöpfer der Reichsverfassung eigentlich gewusst und selbst wirklich verstanden hatten, hätten, was von ihnen beschlossen worden ist. Aber natürlich entging auch ihm letztlich nicht, dass hier die Trennung von Staat und Kirche in maßvoller Weise erfolgt, eben ein Kompromiss geschlossen worden war. Für diese etwas zwiespältige Lage fand wenig später Ulrich Stutz die in gewisser Weise erlösende und seitdem trotz des eher unschönen Bildes immer wieder herangezogene Formel von der hinkenden Trennung zwischen Staat und Kirche. Damit war zwar immer noch kein kohärentes System gefunden, aber die verschiedenen und partiell gegenläufigen Regelungen auf eine kompakte Formel gebracht. In der Sache bedeutete das, das Staatskirchenrecht der Weimarer Verfassung enthielt traditionswahrende Bestimmungen, ebenso wie innovative oder reformerische Bestimmungen. Und die will ich jetzt im nächsten Abschnitt kurz rekapitulieren. Erst die traditionellen Elemente, dann die innovativen oder reformatorischen oder reformerischen Elemente. Zentrales Element der Traditionsbewahrung war die Entscheidung für die Beibehaltung des Körperschaftsstatus der Kirchen, die gewissermaßen eine Art Gegengewicht zur Aufhebung der Staatskirche darstellte. Damit war Klarstellung bezogen gegen Forderungen, Kirchen wie beliebige sonstige Vereine zu behandeln und sie demgemäß dem allgemeinen Vereinsrecht zu unterstellen. Der Abgeordnete Mausbach vom Zentrum sprach es als Berichterstatter des Verfassungsausschusses in den Schlusssitzungen des Plenums klar und deutlich aus. Ich zitiere ihn: Gegen diese Herabsetzung der christlichen Kirchen auf das rein privatrechtliche Niveau hat sich die Mehrheit des Ausschusses von vornherein gesträubt. Ende Zitat. Eben dieser Status als Körperschaft war es dann freilich auch, mit dem man den Fortbestand des staatlichen Aufsichtsrechts über die Kirchen begründete, und zwar nach der sogenannten Korrelatentheorie. Also die Staatsaufsicht ist das Korrelat für den Körperschaftsstatus. So handhabte es jedenfalls die Staatspraxis. Und die herrschende Auffassung in Literatur und Judikatur stimmte dem zu. Es gab aber durchaus andere Voten, etwa von Godhard Ebers. Auf der gleichen Linie der Kontinuität lag die Beibehaltung des kirchlichen Besteuerungsrechts, 137 Absatz 6, sowie die Garantie der Staatsleistungen und des Religionsgutes, Artikel 138. Von größter Bedeutung für die Kirchen war schließlich der Umstand, dass der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach beibehalten wurde, wie unter dem Grundgesetz auch, wenn auch in einer eigenständigen Norm, Artikel 7. Auch der Fortbestand der theologischen Fakultäten, Artikel 149, und die Garantien der Militär- und Anstaltsseelsorge boten den Kirchen Wirkungs- und Betätigungsmöglichkeiten, die an aus deren Sicht bewährte Traditionen anknüpften. All diese traditionellen Elemente lassen die zeitgenössische Einschätzung des Würzburger Geheimrates Meurer als hochplausibel erscheinen, der 1919 schrieb, ich zitiere ihn: Religionsunterricht,
Rechtsfähigkeit, Kirchensteuer und Staatsleistungen bilden zusammen ein beachtliches Band, welches Staat und Kirche auch unter dem Trennungsrecht noch verbinden wird. Ende des Zitates. Innovative Elemente. Das Bild wäre unvollständig und unzutreffend, wenn man nicht auch die umfassende Gewähr der Religionsfreiheit berücksichtigen würde, und zwar in ihrer klassischen Stufung als Glaubens- und Gewissensfreiheit, als Kultusfreiheit und als Vereinigungsfreiheit. 135, 137 WRV. Diese Sätze sind im Übrigen ganz unbestritten nicht etwa bloße Richtlinien oder Programme für den Gesetzgeber, sondern unmittelbar anwendbares und anwendungspflichtiges Recht mit aufhebender Kraft gegenüber allen ihre Materie betreffenden Normen der früheren Landes- und Reichsgesetze. Ich sage das auch deshalb, weil man immer noch hören und lesen kann, in der Weimarer Verfassung seien alle Grundrechte nur Programmsätze gewesen. Das ist blühender Unsinn. Da die Weltanschauungsgemeinschaften den Religionsgesellschaften in Artikel 137 Absatz 7 ausdrücklich gleichgestellt waren, lag es nahe, auch irreligiöse oder antireligiöse Auffassungen als geschützt anzusehen, wie es in Weimar die Lehre überwiegend, wenn auch nicht unisono, tat. Die gestärkte Rolle von anderen Glaubensgemeinschaften als den christlichen Großkirchen sowie der Weltanschauungsgemeinschaften wird auch noch an einem anderen wichtigen Punkt deutlich, der Eröffnung des Zugangs zum Körperschaftsstatus. Denn Artikel 137 Absatz 5 WRV bestimmte, anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch die Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Der Körperschaftsstatus war also kein Privileg der christlichen Kirchen mehr. Diese hatten ihre frühere Monopolstellung verloren. Weitgehende Monopolstellung, muss man einschränkend sagen. Auch das wurde in den Schlussberatungen vom Berichterstatter des Verfassungsausschusses deutlich und nicht ohne ein gewisses Pathos zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere nochmal Maus. Wir haben umgekehrt auch den Sekten, das ist die Sprache der Zeit, und den religiösen Neubildungen die Möglichkeit gegeben und erleichtert, die gleichen sowohl privaten als öffentlichen Rechte zu erwerben. Die beiden angedeuteten Formen der Gleichstellung, also niederes Niveau alle auf der Ebene des Vereinsrechts oder eben höheres Niveau, laufen nicht auf dasselbe hinaus. Die eine bedeutet eine Gleichheit auf dem Niveau des Alltäglichen, des rein bürgerlichen, allgemeines Vereinsrecht. Die andere bedeutet eine Erhebung beider Teile in eine ideale, kulturbedeutsame und staatsrechtliche Höhe. Das ist also der Körperschaftsstatus. Ende des Zitats. Anders und in den Worten eines Staatskirchenrechtlers der Bundesrepublik Deutschland im Rückblick eines halben Jahrhunderts formuliert, ich zitiere den Staatskirchenrechtler Christoph Link, die WRV, also die Weimarer Reichsverfassung, nivellierte insofern also nicht nach unten, sondern nach oben und erweiterte die Parität auf Kooperationsbasis über den bisher begrenzten Kreis von Kirchen hinaus. Ende des Zitats. Und auch beim Religionsunterricht darf man eine zentrale Reform nicht übersehen. Er war nun weder Pflicht für Lehrer noch für Schüler. Denn die Erteilung des Religionsunterrichts wurde der Entscheidung der Lehrer, die Teilnahme der Kinder daran, der Entscheidung der Erziehungsberechtigten überlassen, bis zum 14. Lebensjahr. In beiden Fällen bedurfte es zwar einer diesbezüglichen ausdrücklichen Willenserklärung, aber der Religionsunterricht war nun nicht mehr obligatorisch, sondern, wie man formuliert hat, ein Pflichtfach mit verfassungsverbürgter Befreiungsmöglichkeit. Oder, um es mit Gerhard Anschütz, wichtigsten Kommentator der Weimarer Reichsverfassung, so präzise wie möglich zu sagen, der Religionsunterricht ist Pflichtfach für die Schule, aber nicht für die einzelnen Lehrer und Schüler. Beseitigt war schließlich endgültig die geistliche Schulaufsicht als definitives Zeichen der Verweltlichung des Schulwesens.
Mein kleiner Exkurs mit der vielleicht etwas rätselhaften Überschrift Religionsunterricht und bethlehemitischer Kindermord bietet nur ein Beispiel dafür, wie wahnsinnig und wie heftig umstritten diese für uns heute vergleichsweise normalen und alltäglichen Regelungen waren. Die Liberalisierungen im Bereich des Religionsunterrichts, die ich gerade geschildert habe, hatten im Vorfeld, also bei den entsprechenden Regelungen in den Ländern, noch vor Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung zu heftigen Protesten geführt, die in ihrer Radikalität noch einmal verdeutlichen, wie voraussetzungsvoll und wie wenig selbstverständlich der in der Weimarer Nationalversammlung erzielte Kompromiss in Sachen Religion und Schule war. Die in Bayern durch Verordnung vom 25. Januar 1919, also noch vor Zusammentritt der Nationalversammlung, verfügte Möglichkeit der Abmeldung der Schulkinder vom Religionsunterricht, wurde in einer Erklärung des bayerischen Episkopats mit harten, aber vor dem Hintergrund der nach der Revolution ausgebrochenen hitzigen Konflikte noch durchaus nachvollziehbaren Worten als neue kulturkämpferische Gewalttat gegen Religion und Kirche gebrandmarkt. War gerade ein Zitat. Doch als ob das noch nicht genug wäre, geißelte Kardinal Faulhaber diese Verordnung in einem Hirtenbrief an die Gläubigen seines Erzbistums vom 29. Januar 1919 in absoluter Maßlosigkeit. Er vergleicht die Möglichkeit der Abmeldung vom Religionsunterricht nicht nur mit dem Befehl des Herodes, alle männlichen Kleinkinder zu töten. Nein, er stuft die Gewährung der Religionsfreiheit noch stärker als schwerer wiegende Untat ein. Der Erzbischof schreibt, nachdem er eingangs auf den Kindermörder Herodes verwiesen hatte, der die unschuldigen Kinder von Bethlehem hinschlachten ließ, jetzt zitiere ich ihn, geliebte Erzdiözesanen, am letzten Montag ist im Volksstaat Bayern eine Verordnung ergangen, die vor dem Richterstuhl Gottes schwerer wiegt als der Blutbefehl des Herodes. Durch eine Verordnung des Unterrichtsministers wurde der Religionsunterricht in allen bayerischen Schulen als Pflichtfach abgesetzt und als Wahlfach der Willkür der Eltern und Vormünder ausgeliefert. Ende des Zitates. Des Weiteren kündigt Faulhaber an, dass Eltern, die von der Möglichkeit der Abmeldung Gebrauch machen, von den heiligen Sakramenten und im Falle ihres Ablebens von den kirchlichen Sakramenten ausgeschlossen, sowie diejenigen Kinder, die nicht den vollen Religionsunterricht besucht haben, zur Kommunion und Firmung nicht zugelassen werden. Das nur als Illustration für die unglaubliche Härte und aus unserer heutigen Sicht, glaube ich, Maßlosigkeit der Kritik. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist die Umbenennung vielleicht in Würzburg noch besser zu verstehen. Und um das Ganze noch rund zu machen mit den innovativen Elementen, neben den Neuerungen im Bildungswesen war die Zulassung zu staatlichen Ämtern jetzt nicht mehr von einem bestimmten Bekenntnis abhängig. Eidesleistungen konnten nun ohne den Zusatz »So wahr mir Gott helfe« erbracht werden. Das alles sind neben dem allgemeinen Satz von dem Verbot der Staatskirche tragende Elemente der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. Wenn man das Ganze sozusagen auf einer etwas höheren Ebene zusammenfassen will, kann man vielleicht sagen, jetzt ist definitiv eine gewisse sakrale oder religiöse Legitimation des Staates entfallen. Eine solche Legitimation hatte, wenn man jetzt einmal sehr weit in die Geschichte zurückblickt, eine ganz lange Tradition von Ägypten über Byzanz, Rom und das christliche Mittelalter, theokratische Phase in Massachusetts und so weiter, also die überwiegende Zeit der Menschheitsgeschichte, war eine sakrale Legitimation für politische Herrschaft ganz selbstverständlich. Aber das ändert sich jetzt eben und das ist vielleicht die zentrale neue Stufe, die man gewissermaßen mit diesem insgesamt als Kompromiss zu bezeichnenden System von Fortschritten trifft. In der Nationalversammlung hatte Friedrich Naumann gedonnert, dieser ganze Zusammenhang von Thron und Altar sei dahin. Der neue Staat bekennt sich nicht zur Kirche, er tritt ihr als religionsloser, neutraler Staat
in distanzierter Haltung entgegen. Das heißt, jetzt ist das Ende religiöser oder sakraler Legitimation des Staates da. Er ist jetzt ein säkularer Staat. Dieser Umschwung musste erst einmal verarbeitet werden und es dauerte lange, bis man auch in der evangelischen Kirche erkennen konnte, dass in dieser Neutralität nicht Abwehr und Zurückstufung, sondern letztlich ein religiöser Freiheitsgewinn lag. Viele Weimarer Zeitgenossen sahen im religiös neutralen Staat zugleich den gottlosen Staat, der zu einer gottlosen Gesellschaft führen würde oder gar müsste. Man kann heute vielleicht klarer und etwas nüchterner sehen, dass ein religiös und weltanschaulich neutraler Staat zwar ein Staat ohne Gott ist, wenn ich auf den Titel, der in der Einführung genannt worden ist, rekurrieren darf, dass dies nun aber gerade nicht bedeutet, dass die Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen gottlos wären und schon gar nicht, dass sie dies sein oder werden sollten. Ganz im Gegenteil bietet die Grundrechtsdemokratie religiöser Freiheitsausübung sowie religiösen Wirkens im Gemeinwesen eine breite und sichere Plattform. Dieses Konzept setzt freilich die Akzeptanz voraus, dass nun Politik und Religion, Staat und Kirche auf je eigenen Beinen stehen. Die Religion ist vom Staat, der Staat ist von der Religion befreit. So können beide zu sich kommen und bei sich bleiben, sozusagen ihr Proprium wahren, hüten und pflegen. So viel zu Weimar. In aller Kürze und Unvollständigkeit. Und jetzt gehen wir einen großen Schritt weiter zur Entwicklung des Religionsverfassungsrechts unter dem Grundgesetz. Und da möchte ich zunächst zwei Seiten unterscheiden, die man auch in Weimar unterscheiden kann. Nur im Grundgesetz wird das noch dadurch sehr viel deutlicher, dass die individuelle Seite im Grundrechtsteil verankert ist und die institutionelle Seite in den Übergangs- und Schlussvorschriften. Schauen wir uns also zunächst den zentralen Artikel 4 des Grundgesetzes an, Grundrecht der Religionsfreiheit. Bei unbefangener Lektüre des Artikel 4 stellt man zunächst möglicherweise erstaunt fest, dass dort von Religionsfreiheit gar nichts steht. Vielmehr lautet der erste Absatz: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. In der Grundrechtsvorlesung ist das jedes Mal der Beginn einer interessanten Debatte darüber, wie viele Grundrechte hier nun eigentlich garantiert werden. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Freiheit des religiösen und des religiösen Bekenntnisses, des weltanschaulichen Bekenntnisses und Freiheit der ungestörten Religionsausübung. Also auf 5 käme man schon. Und die Verwirrung steigert sich, wenn es in Artikel 4 Absatz 2 heißt, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet, denn merkwürdigerweise wird das weltanschauliche Bekenntnis nun gar nicht mehr erwähnt, von dem Artikel 4 Absatz 1 ja ausdrücklich spricht und die Gewissensfreiheit auch nicht. Reduziert sich hier der Schutz etwa auf das bloße Bekennen? Das Bundesverfassungsgericht hat uns schon früh, sehr früh, all dieser Fragen in gewisser Weise enthoben, indem es Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz als ein einheitliches Grundrecht deutet. Es umfasse sowohl die innere Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, als auch die äußere Freiheit, den Glauben zu manifestieren, zu bekennen und zu verbreiten. Und was für die ungestörte Religionsausübung gilt, kommt natürlich auch den Weltanschauungsgemeinschaften zugute. Diese einheitliche Sichtweise erscheint uns heute absolut plausibel. Freilich gerät dabei etwas aus dem Blick, dass sich in den Garantien des Glaubens und des sich-Bekennens der ungestörten Religionsausübung und der religiösen Vereinigungsfreiheit jeweils zentrale historische Entwicklungsschritte hin zur umfassenden Gewährleistung der Religionsfreiheit widerspiegeln. Sozusagen als Erinnerung daran, dass frühere Verfassungsepochen durchaus abgestufte Formen der Religionsfreiheit kannten. Speziell zur ungestörten Religionsausübung hat man zutreffend ausgeführt, ich zitiere jetzt aus dem Handbuch des Staatskirchenrechts,
Dieses Grundrecht verweist religionsgeschichtlich auf das Exercitium Religionis Publicum, die Kultusfreiheit des Religionsrechts des Deutschen Reiches. Nur den drei durch den Westfälischen Frieden reichsrechtlich anerkannten Religionsparteien konnte vom Landesherrn dieses Recht der öffentlichen Religionsausübung zugestanden werden. In der Regel war in den einzelnen Territorien nur die Hauptreligion des Landes öffentlich anerkannt. Durch Artikel 135 Absatz 2 Weimarer Reichsverfassung wurde die Kultusfreiheit erstmals unterschiedslos allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gewährleistet. Spätestens seit dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung geht damit die Freiheit der Religionsausübung in der Bekenntnisfreiheit auf. Die ungestörte öffentliche Religionsausübung, die Kultusfreiheit, ist somit heute nur noch ein Bestandteil, der dem Einzelnen ebenso wieder wie jeder religiösen oder weltanschaulichen Gemeinschaft zustehenden Bekenntnisfreiheit. Ende des Zitats. Ja, also in dieser Stufung von nur Glauben, der Gewissensfreiheit bis hin zur allgemeinen Kultusfreiheit für alle Religionen und Glaubensgemeinschaften, da bildet sich gewissermaßen eine historische Stufenfolge von immer weiterer Ausdehnung dieser Garantien ab. Bei der institutionellen Seite müssen wir sehr lange im Grundgesetz blättern, bis wir endlich angekommen sind, nämlich bei dem schon mehrfach erwähnten Artikel 140 Grundgesetz, der sich im Abschnitt bei den Übergangs- und Schlussbestimmungen des Grundgesetzes findet. Diese Verzettelung vorne Artikel 7 und dann hinten Artikel 140 erleichtert nicht gerade die Orientierung und verdunkelt etwas den Umstand, dass die räumlich in Artikel 140 so weit abgeschlagenen Kirchenartikel der Sache nach in die Nähe der Grundrechte gehören. Tatsächlich sind sie aber sehr weit hinten, nur auf dem Handout sind sie ganz dicht beieinander. Freilich liegt mit Artikel 140 Grundgesetz ein wirklich ungewöhnlicher Artikel vor, der seinesgleichen sucht. Eine Bestimmung, die Normen einer anderen, älteren, nämlich der Weimarer Verfassung, wortgetreu übernimmt und sie in den Textkorpus des Grundgesetzes einfügt. Ein wichtiges Stück der Weimarer Reichsverfassung lebt also im Grundgesetz weiter, als vollgültiges Verfassungsrecht, nicht etwa als Recht niederen Ranges. Inhaltlich bezeichnet man die Regelung als einen doppelten Kompromiss. Doppelt deswegen, weil die hier in Rede bestehenden Bestimmungen schon in der Weimarer Nationalversammlung das Resultat eines Zehnringens zwischen weit auseinanderliegenden Positionen gewesen war. Und der Parlamentarische Rat dieses Ergebnis nach einigem Hin und Her schlicht übernahm, weil man eingesehen hat, was Besseres fällt uns auch nicht ein. Was diesen Kompromiss inhaltlich auszeichnet, haben wir im ersten Teil schon gesehen. So unbestritten es nun inhaltliche Parallelen, und zwar frappierende Parallelen zwischen den Debatten von 1919 und den von 1949 gibt, so unterschiedlich war doch der jeweilige historische Kontext. Weder Staat noch Kirchen waren dieselben. 1919 stand tatsächlich schon wegen der einschlägigen Programmatik der sozialistischen Parteien eine strikte Trennung nach laizistischem Muster im Raum. Die Kirchen befanden sich eher in einer Defensivposition, aus der heraus sie im Verein mit anderen Parteien um den schließlich erlangten Kompromiss hart und lange ringen mussten. Aber es war sehr knapp. Ganz anders 1948-49. Aus Kirchenkampf und dem Untergang des NS-Regimes gingen die Kirchen erheblich gestärkt und selbstbewusst hervor. Sie galten, ich unterstreiche, sie galten, als praktisch einzige intakte, politisch-moralisch nicht diskreditierte Großorganisation und zählten für manche zu den Siegern von 1945. Die Kirchen firmierten jetzt nicht als diskreditierte Stützen des gerade überwundenen Regimes wie noch 1919, sondern als seine prominentesten Gegner. Daher wuchs ihnen eine zentrale Position beim Wiederaufbau des Landes zu, das sich auch in einem beträchtlichen Selbstbewusstsein der Kirchen spiegelte.
gewichtige Einflussnahme auf einige vorgrundgesetzliche Landesverfassungen sowie auf die Beratungen des Parlamentarischen Rates waren die Folgen. Ich frage jetzt vor dem Hintergrund dieses eben ganz knapp skizzierten Normbestandes, was gibt es zu verzeichnen als Konstanz in diesen 70 Jahren? Wir haben ja nicht nur 14 Jahre wie in der Weimarer Reichsverfassung, wo es so viele nachvollziehbare Entwicklungen nicht gegeben hat. Wir haben ja weit über 70. Und wo sind Wandlungsprozesse zu verzeichnen? Und im Überblick ganz kurz und knapp, die Antwort lautet, es herrscht bemerkenswerte Konstanz beim Verständnis der Individualgarantie des Religionsfreiheitsrechts. Und es gibt auf dem Felde des Staatskirchenrechts, also der institutionellen Verhältnisse, nicht unbedeutende Wandlungsprozesse. Kommen wir zuerst zur Konstanz. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich relativ früh auf ein sehr weites Verständnis der Religionsfreiheit festgelegt. Weit soll heißen, umfasst sind nicht nur die im engeren Sinne religiös gebotenen Handlungen, also nicht lediglich Kultus oder Dogma. Der Schutzbereich erstreckt sich vielmehr auf andere Lebensbereiche, wenn und soweit hier ein noch so lockerer Bezug zu den Überzeugungen des Grundrechtsträgers besteht. Locus classicus ist die sogenannte Lumpensammlerentscheidung aus dem Jahre 1968, heißt manchmal auch Rumpelkammer. Hier ging es um eine katholische Jugendorganisation, die für karitative Zwecke Geld sammelte und zur Spende von Altkleidern aufrief, wogegen sich gewerbliche Altkleiderhändler erfolglos zur Wehr setzten. Denn die Sammlung fiel unter den Schutz der Religionsfreiheit, jedenfalls nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Ganz ähnlich hieß es Jahrzehnte später in der Entscheidung zur Schächtgenehmigung für einen islamischen Metzger, ich zitiere, auch wenn das Schächten selbst nicht als Akt der Religionsausübung verstanden werde, komme dem Metzger zusätzlicher Grundrechtsschutz aus Artikel 4 Grundgesetz zu. Das ist grundrechtsdogmatisch gewagt, aber liegt genau auf der Linie extensiver Interpretation der Religionsfreiheit. Dieses Grundrecht wurde also gewissermaßen zu einem Grundrecht auf umfassende religiöse Handlungsfreiheit erweitert. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil dieses Grundrecht nicht unter einem expliziten Gesetzesvorbehalt steht, es sich um ein sogenanntes vorbehaltloses Grundrecht handelt. Nun heißt vorbehaltlos nicht grenzenlos, aber die Schranken, die dem vorbehaltlosen Grundrecht gesetzt werden, müssen von besonders hohem Gewicht sein. Für diese ausdehnende Interpretation gab bzw. gibt es Kennern der Materie zufolge historisch und wohl auch rechtsvergleichend keine Vorbilder. Das ist ein Beleg für die Svensche These. Sie sagen das Gleiche, denn der Vier findet sein Gegenbild in der Bestimmung der Weimarer Reichsverfassung, aber sie werden anders interpretiert. Beides, das einheitlich extensive Verständnis von Religionsfreiheit, wie auch die These vom vorbehaltlosen Grundrecht, sieht sich zwar von Seiten der Wissenschaft, der Rechtswissenschaft, in den letzten anderthalb oder zwei Jahrzehnten zunehmender Kritik ausgesetzt, doch gibt es nicht wenige Stimmen, die die Position des Verfassungsgerichts verteidigen, und dieses selbst lässt bislang wenig Neigung zu einer Änderung seiner Judikatur erkennen. Insofern also Konstanz. Durchaus beachtliche Wandlungsprozesse sind hingegen beim institutionellen Staatskirchenrecht zu verzeichnen. Und Sie sehen die drei Punkte auf der Gliederung. In seiner frühen Judikatur hatte das Bundesverfassungsgericht eine bemerkenswerte Engführung bei der Frage vorgenommen, welche Religionen eigentlich verfassungsrechtlich geschützt sind. Das Grundgesetz, so hieß es, schütze nicht jeden Glauben, sondern nur denjenigen, der sich, jetzt kommt ein Zitat, bei den heutigen Kulturvölkern auf dem Boden gewisser übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet habe. Ende des Zitats. Diesen sogenannten Kulturvorbehalt formulierte das Gericht im Jahr 1961 und verwandte es noch im Jahr 1968, so obiter dictum-mäßig. Doch Mitte der 1970er Jahre wurde das diskret korrigiert.
Nach ausdrücklicher Zurückweisung des Kulturvorbehalts hieß es nun, ich zitiere Bundesverfassungsgericht 1975 war es, glaube ich, der ethische Standard des Grundgesetzes ist vielmehr die Offenheit gegenüber dem Pluralismus weltanschaulich-religiöser Anschauungen. In dieser Offenheit bewährt der freiheitliche Staat des Grundgesetzes seine religiöse und weltanschauliche Neutralität. Ende des Zitates. Das fand und findet die ungeteilte Zustimmung der Rechtswissenschaft. Überwunden wurde auch die sogenannte Koordinationslehre, die in der jungen Bundesrepublik zu erstaunlicher Blüte gelangt war und auch in der Judikatur ihren Niederschlag fand. Man hat insofern von einer situativen Übersteigerung des Überkommenen gesprochen. Denn die Koordinationslehre ging von einer Gleichordnung zwischen Staat und Kirche als zweier je souveräner Gewalten mit abgegrenzten Zuständigkeitsbereichen aus und setzte sie so in ein diarchisches Verhältnis. Diese in gewisser Weise an den mittelalterlichen Dualismus von Kaisertum und Papsttum erinnernde Vorstellung betrachtet Kirchen und Staat irrigerweise als Institutionen gleichen rechtlichen Ranges und gleicher legitimatorischer Dignität. Sie verkannte den zwingenden Suprematieanspruch auch und gerade des freiheitlichen Verfassungsstaates, der die Existenz gleichsam exterritorialer Gebilde oder Institutionen nicht akzeptieren kann und darf. Die Koordinationslehre wurde dann auch in den 1960er Jahren ad acta gelegt. Programmatisch steht dafür das Thema der Staatsrechtslehrertagung von 1967, die Kirchen unter dem Grundgesetz, ohne Fragezeichen, mit den beiden Referaten von Martin Heckel und Alexander Hollerbach. Vorangegangen war ein wirkmächtiger Beitrag von Konrad Hesse mit dem nicht minder programmatischen Titel Freie Kirche im demokratischen Gemeinwesen. Hier wurde klar, dass die Kirchen freiheitsberechtigte Akteure innerhalb der Verfassungsordnung nicht neben oder gar über ihr sind. In einem weltanschaulich religiös neutralen Staat, der sich auf das Prinzip der Volkssouveränität stützt, kann auch der Mehrheitsreligion kein außerrechtlicher Sonderstatus eingeräumt werden. Der Wandlungsprozess lässt sich daher wie folgt beschreiben: von der Koordinationslehre zu den freien Kirchen unter dem Grundgesetz, wobei sich vielleicht Kirchen noch ersetzen ließe durch Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Dann wäre das Bild komplett. Deren Gleichstellung ist von zentraler Bedeutung für den nächsten Punkt, nämlich die Öffnung des Körperschaftsstatus. Die Beibehaltung ihres Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts war den Kirchen 1919 besonders wichtig gewesen, zumal es Tendenzen gegeben hatte, sie ganz auf das allgemeine Vereinsrecht herabzudrücken, wir haben das schon kurz erwähnt, und damit auf eine Stufe mit den immer wieder genannten Kaninchenzüchtervereinen zu stellen. Das war so ein Vergleich, Kirche als Kaninchenzüchterverein. Doch die neue Regelung beließ es bekanntlich nicht dabei, den Kirchen ihren tradierten Status zu erhalten, sondern eröffnete den Zugang für andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Der Körperschaftsstatus war eben normativ kein Privileg der christlichen Kirchen. Der praktische Effekt dieser normativen Öffnung war in den Weimarer Jahren und den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gewiss sehr überschaubar, zumal etwa die jüdischen Gemeinden in der Weimarer Republik zu den altkorporierten Gemeinschaften gezählt wurden. Also es waren eben nicht nur die beiden christlichen Kirchen, sondern es waren auch jüdische Gemeinden, die diesen Status innehatten. Mittlerweile hat sich aber der Kreis derjenigen Religionsgemeinschaften, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts innehaben, deutlich erweitert. Und wenn nicht alles täuscht, geschieht das in den letzten Jahren mit forcierter Geschwindigkeit. In den Genuss des Körperschaftsstatus kommen längst nicht mehr allein die etablierten christlichen Großkirchen, sondern desgleichen Freikirchen oder die Zeugen Jehovas und natürlich auch nicht-christliche Religionsgemeinschaften. Und noch weitergehend, keineswegs allein religiöse, sondern desgleichen weltanschauliche Gemeinschaft. Die Gesamtliste, die man auf der Homepage des BMI einsehen kann, und zwar getrennt nach allen 16 Bund, allen
16 Bundesländer, ist ein veritables Kompendium religiöser Pluralität in Deutschland. Also Körperschaftsstatus haben nicht nur die evangelischen Landeskirchen und die katholische Kirche selbstverständlich, sondern auch die Herrnhuter Brudergemeinde oder evangelische Freikirchen, evangelisch-methodistische Kirchen, Altkatholiken, Altlutheraner und nicht nur christliche Gemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften, sondern auch muslimische Organisationen gelangen zunehmend in den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, nämlich etwa in Hessen die Bahá'í-Gemeinde 2013 oder der Ahmadiyya Muslim Jamaat, das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, seit 2014 etwa in Hamburg. Und in Nordrhein-Westfalen gilt das seit 2017 für die hinduistische Gemeinde in Deutschland. Diese Vielfalt ist ein klares Indiz für die Tendenz in Judikatur wie Literatur, die früher recht hohen Hürden für den Erwerb des Körperschaftsstatus abzubauen. So wird etwa keine spezifische Staatsloyalität als Verleihungsvoraussetzung mehr verlangt. Rechtstreue, also Rechtsgehorsam, muss genügen. Das Bundesverwaltungsgericht selbst war es dann, das einige Zeit später eine weitere Hürde abbaute, nämlich die Anforderung an die Mitgliederzahl. Also wie viele Mitglieder muss eine Gemeinschaft haben, damit sie Körperschaftsstatus erlangen kann? Lange Zeit hatte man hier als Faustformel ein Tausendstel der Gesamtbevölkerung angesetzt. Das wären 80.000, was kleinere Religionsgemeinschaften praktisch ausschloss. Davon ging das Gericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 2012 ab und sah das Land Hessen als verpflichtet an, der Religionsgemeinschaft der Bahá'í die Körperschaftsrechte zu verleihen, obwohl diese nur knapp 1.000 Mitglieder, also ein Achtzigstel der ursprünglich verlangten Zahl hat. Wiederum war wesentlicher Grund die Auffassung, dass es nicht auf die tatsächliche Bedeutung der Religionsgemeinschaft für das öffentliche Leben ankomme, sondern der Status der Entfaltung der Religionsfreiheit diene. Also eine Vergrundrechtlichung der staatskirchenrechtlichen Bestimmung. Diese Neujustierungen im interpretativen Bereich stellen letztlich auch Reaktionen auf Verschiebungen im Realbereich dar. Denn die Normen des Religionsverfassungsrechts sind ja erstaunlicherweise absolut unverändert geblieben. Nichts hat sich geändert bei Artikel 7 und bei Artikel 14. Weiter dahin. In über 70 Jahren. Also der Text ist der gleiche geblieben. Massiv geändert hat sich aber der soziale Kontext, der Hintergrund der tatsächlichen Verhältnisse. Möglicherweise kommt es erneut zu einer Auswechslung des verfassungsrechtlichen Hintergrundes, von dem Anfang der 1950er Jahre schon einmal die Rede war. Damals freilich mit Blick auf die im Verhältnis zu Weimar enorm gesteigerte positive Rolle der Kirchen. Jetzt müssen wir ganz andere Auswechslungsprozesse in den Blick nehmen. Einerseits die Ausziehung der Großkirchen, den Verlust volkskirchlicher Substanz. Andererseits das Anwachsen nichtchristlicher religiöser Gruppen, namentlich des Islams, der Recht und Gesellschaft vor vielfältige und oft ganz neue Probleme stellt. Ich führe wiederum drei Punkte ABC unter dieser Überschrift aus. Alle Religionen und Weltanschauungen genießen seit Weimar aufgrund der umfassenden verfassungsrechtlichen Gewährleistungen gleichen Schutz. Es herrscht vollständige Pluralität bei strikter Egalität. Doch obwohl die Weimarer Reichsverfassung in normativer Hinsicht den Weg von der Bikonfessionalität zur Multireligiosität schon vorgespurt hatte, korrespondierte der unbegrenzten Offenheit der Rechtsgarantien lange Zeit keine reale religiöse Vielfalt. Vielmehr waren es religionsempirisch fast ausschließlich Protestanten und Katholiken, die unter dem weiten Dach der Religionsfreiheit wohnten. Alexander Hollerbach konnte bei der Staatsrechtlehrertagung 1987 noch mitteilen, dass 94,6% der bundesrepublikanischen Bevölkerung
einer der beiden christlichen Großkirchen angehörten. Religiöse Pluralität meinte in der Bundesrepublik lange Zeit kaum mehr als Bikonfessionalität. Das hat sich geändert, und zwar fundamental. Deutschland hat sich von einem bikonfessionellen zu einem multireligiösen Staat entwickelt. Es gibt Buddhisten und Hindus, Bhagwan-Jünger und Aleviten. Es gibt vor allen Dingen wieder jüdische Gemeinden. Den gravierendsten Faktor aber bildet zweifelsohne der Umstand, dass mittlerweile rund 5 Millionen zum Teil sehr religiöse Muslime, zum Teil aber auch gar nicht besonders religiöse Muslime, in Deutschland leben. Und die religiösen Unterschiede werden nicht selten noch durch die ethnischen verstärkt. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsprozess kommt noch hinzu. Wir beobachten nämlich nicht eine neue Multireligiosität in dem Sinne, dass die ursprünglich 95% Protestanten und Katholiken sich lediglich auf eine größere Anzahl von Glaubensrichtungen verteilen würden. Wir beobachten vor allem eine deutliche und andauernde Zunahme der Konfessionslosen, also derjenigen Gruppe, die sich keiner Religion und auch keiner Weltanschauung zugehörig fühlt. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt seit langem kontinuierlich an. Mittlerweile sind rund 35% der Menschen in Deutschland konfessionslos oder konfessionsfrei, wie manche von ihnen sagen. Der Anteil der Katholiken hingegen beträgt, glaube ich, noch knapp 28, der Protestanten 26 oder ein bisschen drunter. Das spiegelt den jedenfalls in Westeuropa zu verzeichnenden Rückzug der Religion im Sinne der sinkenden Bindung der Bürger an eine bestimmte Religionsgesellschaft wider. Speziell im Falle der Bundesrepublik tritt hinzu, dass sich der Anteil religiös vollständig ungebundener, nur zum geringeren Teil dezidiert atheistischen Bürger nach der Wiedervereinigung rückartig erhöht hat. Das bedeutet zweifellos einen dramatischen Verlust an volkskirchlicher Substanz. Man hat prognostiziert, dass im Jahre 2025 weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung Deutschlands einer der beiden christlichen Großkirchen angehören wird. Ich habe jetzt gehört, das ist schon in diesem Jahr eingetreten oder wird im nächsten Jahr eintreten. Wundert einen ja auch nicht, wenn sich dieser Prozess noch beschleunigt. Im Klartext, das Christentum wird hier zur Minderheitsreligion. Weiter wachsen wird hingegen aller Voraussicht nach die Gruppe jener Konfessionslosen, denen Fragen der Religion und Weltanschauung gewissermaßen gleichgültig sind. Aus welchen Gründen auch immer. Denn der Riesenanteil von denen, die gehören nicht der humanistischen Union oder sonst irgendwelchen dezidiert atheistischen oder humanistischen Gruppen an. Denen ist das eigentlich alles gleichgültig. Sowohl Religion als auch Weltanschauung. Zur Andersartigkeit, Muslime, andere kleinere Religionsgemeinschaften, tritt die Gleichgültigkeit. Partiell vielleicht auch die Unduldsamkeit gegenüber der Religion allgemein. Und manche sehen hier und nicht in der Multireligiosität die größere Gefahr. Läuft das alles jetzt auf mehr Konflikt hinaus? Es wäre sicherlich zu einfach, wenn man eine Formel aufstellen würde, die hieße, mehr Glaubensgemeinschaften, größere Konflikte. Aber man muss doch sagen, beim historischen Rückblick auf die Bundesrepublik, da waren anfangs die Gesamtumstände einem harmonischen Miteinander zwischen Kirche und Staat ohne Zweifel sehr zuträglich. Auf der Basis relativ großer Konformität christlicher Kultur und eines hohen Organisationsgrades der kirchlichen Akteure konnten hier lange Zeit recht auskömmliche und befriedende Regelungen gefunden und wirklich existenzielle Konflikte vermieden werden. Man hat davon gesprochen, dass sich das Staatskirchenrecht in bemerkenswerter Ruhe entwickelt hat, so 50er, 60er, 70er Jahre. Es war auf die Großkirchen zugeschnitten und fußte auf einem hohen Maß an kultureller Homogenität. Das religionspolitische Konfliktpotenzial war überschaubar, weil es eine gewisse Grundkompatibilität mit der deutschen Rechts- und Verfassungsordnung gab. Anders gesagt, die christliche Religion konnte über Jahrzehnte ein hohes Maß
an stabilisierender und integrierender oder integrativer Kraft entfaltet. Der religiös-weltanschauliche Frieden war gesichert, die allen Religionen eigenen destruktiven Potenziale wurden eingehegt, ihre sozial produktiven Kräfte stimuliert. Ein so sensibler Zeitzeuge wie Hans Meyer, also der A.I. Meyer, der ehemalige Kultusminister, spricht retrospektiv nicht nur ganz allgemein davon, dass die Kirchen in Deutschland seit Jahrhunderten ein maßgebliches Element der öffentlichen Ordnung gebildet haben. Mit Blick auf die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ist von den Kirchen als Kräften vor politischer Integration und von einer neuen Nähe von Staat und Kirche die Rede. Glaube und Gesellschaft standen sich damals stützend und fundierend gegenüber. Durch die Entwicklung Deutschlands von einem bikonfessionellen zu einem multireligiösen und vor allem auch multikulturellen Gemeinwesen haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert, sind vermeintliche kulturelle und religionspolitische Selbstverständlichkeiten weggebrochen und stillschweigende Einverständnisse entfallen. Jetzt wird eine ungleich größere Vielfalt mit ungleich höherem Konfliktpotenzial gelebt. Das verändert Quantität wie Qualität der latenten wie manifesten Spannungslagen. Aus Homogenität wird nun Pluralität, gelegentlich Diffusität. Der vormals intrakulturelle Konflikt wird vom interkulturellen abgelöst. Die einstige kulturelle Homogenität in Glaubensdingen scheint endgültig verloren. Wie ein Seismograph für solche Spannungen fungieren Rechtskonflikte. Und wenn man sich jetzt mal die schlagwortartigen Bezeichnungen für die wesentlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts einerseits aus den 1960er bis 80er Jahren, andererseits ab den späten 1980er Jahren anschaut, dann kann man das relativ plastisch nachvollziehen. Also ich nenne Ihnen mal in chronologischer Reihenfolge die Schlagworte für die sachlich wichtigsten Entscheidungen im Religionsverfassungsrecht des Bundesverfassungsgerichts. Kirchenbausteuer, Unterricht in biblischer Geschichte, Eidesverweigerung aus Gewissensgründen, Kreuz im Gerichtssaal, das war schon ein kleiner Konflikt, Simultan- und Gemeinschaftsschule, Kirchenaustritt, Schulgebet. Ab den späten 1980er Jahren lauten die schlagwortartigen Bezeichnungen für die Entscheidung dann so. Ahmadiyya Glaubensgemeinschaft, Baha'i, Kruzifix, Körperschutzstatus der Zeugen Jehovas, Schächten, Osho, Kopftuch 1, Landeszuschüsse für jüdische Gemeinden, ein hochsensibles und schwieriges Gebiet, Kopftuch 2 und mittlerweile können wir Kopftuch 3 hinzufügen. Auf der Hand liegt, dass mit alledem das Konfliktpotenzial steigt, wie die notorischen Streitfälle, die Sie alle kennen, die muss ich jetzt nicht wiederholen, exemplarisch zeigen. Entsprechend scharf schälen sich Streitpunkte zwischen den Anhängern verschiedener Glaubensrichtungen sowie ihnen und der Staatsgewalt heraus. Friedrich Wilhelm Graf hat nüchtern konstatiert, ich zitiere ihn, mehr Verschiedenheit bedeutet potenziell mehr Konflikt. Die weiter wachsende Zahl miteinander konkurrierender religiöser Akteure macht es für den parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaat jedenfalls nicht leichter, den schnell entzündlichen Mentalstoff Gottesglaube unter bürokratisch-rationaler Kontrolle zu halten. Ende des Zitats. An dem schnell entzündlichen Mentalstoff Gottesglaube hätten Sie das Zitat auch erkannt, wenn ich Friedrich Wilhelm Graf nicht als Autor genannt hätte. Das ist eine Formulierung, die fällt nur ihm ein. Aber das ist sozusagen der Befund, der nach 70 Jahren Entfaltung des Religionsverfassungsrechts in Deutschland ansteht und der dann die Frage aufwirft, was die Rechtsordnung tun kann und was sie tun müsste, um den geschilderten Problemen einigermaßen zu begegnen. Da sehen Sie unter Römisch 4 fünf Punkte, die ich so für wesentliche Perspektiven halten würde. Für die reicht die Zeit jetzt aber leider nicht mehr. Vielleicht kann ich das eine oder andere
in der gewiss sehr lebendigen Diskussion nachtragen. Jetzt danke ich Ihnen erstmal für Ihre Geduld. Bitte? Ja? Okay. Dann danke ich Ihnen für Ihre außergewöhnliche Geduld. Ich versuche es kurz zu machen. Bekräftigung des Gleichheitsversprechens für alle Religionen scheint mir wichtig zu sein, dass wir davon nicht abgehen sollten. Das aber geschieht, wenn Glaubensgemeinschaften danach sortiert werden, ob sie dem Bestand und der Entwicklung des freiheitlichen Verfassungsstaates zuträglich sind oder ob sie ihm fremd oder ablehnend gegenüberstehen. Eine solche Hierarchisierung hat insbesondere Paul Kirchhoff vorgeschlagen, ist damit aber nicht auf große Gegenliebe gestoßen. Und ich halte das Argument auch für systematisch verfehlt, weil es einer rechtlich folgenreichen Differenzierung zwischen Kulturadäquaten und Kulturfremden, zwischen verfassungsnahen und verfassungsfernen Religionen das Wort redet und so in gewisser Weise zu dem überwundenen Kulturvorbehalt zurückkehrt. Ich denke also, wir müssen strikt an der Gleichbehandlung festhalten, ohne die Religion danach zu sortieren, ob sie verfassungsverträglich oder vielleicht auch eher verfassungsabträglich sind. Flexibilisierung des rechtlichen Instrumentariums bezieht sich im Wesentlichen auf den Islam, der bekanntlich keine kirchenanaloge institutionelle Verfasstheit und Mitgliedschaftsstruktur kennt. Das macht dann eben große Schwierigkeiten bei der Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und bereitet auch große Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Religionsunterrichts in den Schulen. Es gab jedenfalls verschiedene Experimentierklauseln, verschiedene Versuche. Das hat sich alles bisher noch nicht in wirklich feste und gute Bahnen hinein entwickelt. Ich habe auch kein Rezept, das ich aus der Tasche ziehen könnte. Ich glaube nur, dass wir sozusagen den Islam nicht im Wartestand versauern lassen können, sondern dass wir uns um flexible Strukturen bemühen müssen, die eine Integration erleichtert. Jedenfalls kann man nicht so lange warten, bis der Islam endlich analoge Kirchenstrukturen wie die katholische Kirche aufgebaut hat. Da können wir ewig warten. Bereithaltung gefahrenabwehrrechtlicher Mittel, das ist jetzt der relativ schwierige Punkt. Welche Voraussetzungen man für den Körperschaftsstatus erfüllen muss. Ich hatte ja schon gesagt, keine spezifische Staatsloyalität mehr, aber doch Rechtstreue, Rechtsloyalität. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in der einschlägigen Grundsatzentscheidung mit unverkennbarer Stoßrichtung auch in Richtung bestimmter islamistischer Richtungen gesagt, eine derartige Beeinträchtigung des verfassungsrechtlichen Ordnungsrahmens sei dann anzunehmen, der Körperschaftsstatus zu versagen, wenn die Religionsgemeinschaft auf die Verwirklichung einer theokratischen Herrschaftsordnung hinwirke. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Denn so wenig es angeht, die Weltreligion des Islams pauschal als gewaltsam, friedens- und freiheitsgefährdend zu charakterisieren, so blauäugig und unverantwortlich wäre es, die Existenz fundamentalistischer Strömungen und Gruppen nicht nur, aber eben auch im Islam zu negieren, zu ignorieren oder zu bagatellisieren. Jetzt ist zwar richtig, und das würde ich gerne unterstreichen wollen, dass Religionsgemeinschaften sich weder binnenorganisatorisch so verfassen müssten wie freiheitliche Verfassungsstaaten, noch in ihren Glaubensinhalten Deckungsgleichheit mit dessen Prinzipien und Postulaten aufzuweisen hätten. Wenn wir das verlangen würden, hätte die katholische Kirche ein massives Problem. Noch ein massives Problem. Also es gilt prinzipiell, keine Religion muss ihre Glaubenswahrheit nach dem Muster der Grundsätze freiheitlicher Verfassungsstaaten zuschneiden. Und deshalb ist die Frage, ob der Islam mit dem Grundgesetz vereinbar sei, schon falsch gestellt. Er muss nämlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Die Verfassung der katholischen Kirche auch nicht. Doch daraus, dass eine Religionsgemeinschaft Glaubenssätze kennt, die mit freiheitlichen Verfassungsprinzipien nicht übereinstimmen, folgt nicht, dass es der Religionsgemeinschaft gestattet wäre, diese Glaubenssätze auch in der politischen Wirklichkeit zu realisieren. Religionsfreiheit ist kein Freibrief für die Untergrabung
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder den offenen Kampf gegen sie. Sie bietet keine Deckung für Bestrebungen oder Handlungen, die deren Existenz gefährden. Konsequenz: Man kann auch religiöse Gemeinschaften nach Artikel 9 Absatz 2 verbieten, wie Hells Angels, Rocker, Banden, Wehrsportgruppe Hofmann oder andere. Kann man übrigens erst seit dem Jahr 2001. Bis dahin galt das vereinsrechtliche Religionsprivileg gemäß § 2 Absatz 2 Vereinsgesetz vielen Religionsgemeinschaften nicht in den Regelungsbereich des Vereinsgesetzes und konnten deshalb auch nicht nach 9 Absatz 2 verboten werden. Warum hat man das ausgerechnet 2001 geändert? Anschlag aufs World Trade Center. 3 Monate später war die Norm gestrichen. Man konnte religiöse Vereinigungen vereinbaren. Warum? Weil man eingesehen hatte, was die ganzen Jahrzehnte davor eigentlich undenkbar war, Religionen sind nicht per se gemeinwohlförderlich. So wie die christlichen Kirchen in den 50er, 60er Jahren. Bewahrung der freiheitlichen Verfassungskultur. Es gibt große Konflikte zwischen kultureller Freiheit, Satire und religiösen Empfindlichkeiten. Denken Sie an die Mohammed-Karikaturen, die ich immer gerne mit Christus mit der Gasmaske in der Weimarer Republik parallelisiere. Christus mit der Gasmaske in der Weimarer Republik war wahrscheinlich ein ähnlicher Schock wie die Mohammed-Karikaturen für gläubige Muslims. Aber das muss man in einer freiheitlichen Gesellschaft aushalten. Und wenn es eine Operninszenierung gibt, in der die großen Führer der großen Religionen kritisiert oder in einer von den Betreffenden als unanständig angesehenen Weise dargestellt werden, dann ist es das gute Recht, dagegen zu demonstrieren. Aber deswegen darf die Opernaufführung nicht verboten werden. Niemand wird ja gezwungen, sie sich anzuschauen. Und im Übrigen hat niemand einen Anspruch darauf, von den religiösen oder auch politischen oder sonstigen Äußerungen seiner Mitmenschen keine Notiz nehmen zu müssen. Wenn Sie durch die Stadt gehen, müssen Sie es einfach hinnehmen, dass da manche Leute so rumlaufen, wie ich früher nicht auf dem Campingplatz rumgelaufen wäre. Ja? Das ist so. Da haben Sie aber keinen Anspruch, dass die sich anders aufführen. Und das letzte Stärken des religiösen Neutralitätspostulats ist ein Punkt, der mir deswegen wichtig ist, weil ich denke, dass eine ganze Reihe von verfassungsrechtlichen und grundrechtlichen Konfliktlagen sich besser, leichter und ohne Abwägungsverrenkungen bewältigen ließen, wenn man stärker auf das religiöse Neutralitätsgebot abstellt und weniger auf die immer schwierige und immer mit subjektiven Präferenzen verbundene Abwägung bestimmter Grundrechtspositionen. Ja, das habe ich, glaube ich, in ziemlicher Kürze geschafft. Vielen Dank.